die Folkwang-Universität der Künste in Essen. Das Team um Professorin Anke Bernotat vom Lehrstuhl für Gestaltung und Innovation arbeitet an Entwürfen für neuartige Stühle. Die Designer versuchen, von der Natur zu lernen. Liane, Bambus und Bananenblatt haben sie inspiriert, Freischwinger zu konzipieren, die ungewöhnlich aussehen und genauso flexibel und stabil sind wie ihre natürlichen Vorbilder. Designer entwickeln viele Konzepte und beschäftigen sich aber auch mit der Umsetzung. Wie bekomme ich meine Idee oder dieses Konzept in die Wirklichkeit? Dabei müssen sie sich natürlich mit den heutigen Fertigungsmethoden und mit den Materialien, die es gibt, auseinandersetzen. Heutige Fertigungsmethoden, wie zum Beispiel Biegen von Stahlrohren, würde ja für so einen Entwurf theoretisch vielleicht irgendwie machbar sein, ist aber überhaupt nicht, ist völlig ineffizient. Deswegen freuen wir uns oder wünschen wir uns eigentlich immer neue Möglichkeiten, um wieder neue Gestaltungen entwickeln zu können, die vielleicht noch individueller sind oder noch dem Nutzer gerechter werden können oder die neue Herausforderungen quasi uns stellen und uns neue Gestaltungen möglich machen. Es gibt bereits einige Freischwinger aus Kunststoff. Viele von ihnen sind Design-Klassiker geworden. Der Pantone-Chair zum Beispiel, ebenso Mito von Gricic oder Casalino von Casala. Aber dennoch sind nur wenige von ihnen wirklich komfortabel. Bei einem Freischwinger muss durch besonders biegefeste, aber gleichzeitig nicht zu steife Bereiche an den Beinen das Schwingungsverhalten optimiert werden. Die Lehne sollte sich möglichst an den Rücken des Nutzers anpassen, ohne dabei zu sehr nachzugeben. Die Sitzfläche sollte weich und bequem sein. Solche, auch als Kunststoff-Monoblock bezeichnete Freischwinger, werden heute in großer Stückzahl in Spritzgießmaschinen produziert. Dazu werden die Kunststoffe nach vorgegebenen Rezepten in einem sogenannten Extruder mit Füll- und Verstärkungsstoffen, Weichmachern oder Farbstoffen vermischt, aufgeschmolzen und anschließend zu gut rieselfähigem Granulat verarbeitet. Im nächsten Schritt werden die Granulate in die eigentliche Spritzgießmaschine eingefüllt, erneut aufgeschmolzen und mit Druck in eine vorgesehene Form gepresst. Allerdings ist das Herstellen dieser Formen, vor allem für große Teile wie Freischwinger, aufwendig und teuer. Deshalb lohnt sich die Produktion erst bei großen Mengen. Außerdem können nur entsprechend einfache Bauteile gegossen werden, die sich im Anschluss wieder problemlos aus der Form lösen lassen. Das Verfahren stößt also an seine Grenzen. Kleine Stückzahlen oder gar auf Kundenwunsch maßgeschneiderte Produkte sind genauso wenig möglich wie komplexe und naturinspirierte Formen. Auch Bauteile mit unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften oder filigranen Strukturen, die nur ein Minimum an Material benötigen, können so nicht hergestellt werden. Nicht die besten Voraussetzungen für ausgefallene und ressourceneffiziente Designvorschläge. Deshalb sind Wissenschaftler dabei, sich andere Fertigungstechniken anzueignen. Genau wie die Gestalter der Folkwang-Universität gehen sie dazu natürlichen Vorbildern auf den Grund. Die Natur erzeugt Formen und Strukturen in einem einzigen Wachstumsprozess. Ohne zu spanen, zu fräsen, zu gießen oder zu kleben, bringt sie vielfältige Ergebnisse hervor und ist optimal angepasst an die jeweiligen Erfordernisse. Warum also nicht einen Freischwinger wachsen lassen, wie ein Bananenblatt oder einen Bambushalm? Das ist die Grundidee des Bionic Manufacturing, das in einem großen Verbundprojekt entwickelt werden soll, unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Wissenschaftler verfolgen zwei Strategien, um von Bambus und Co. zu profitieren. In Freiburg beim Fraunhofer-Institut IWM arbeiten Experten daran, die inneren Strukturen von Pflanzen zu verstehen. Diese sorgen dafür, dass Grashalme ein hohes Länge-zu-Durchmesser-Verhalten erreichen, ohne durch ihr Eigengewicht oder Windlasten zu knicken. Am Computer wird simuliert, wie sich diese Vorbilder auf technische Anwendungen übertragen lassen. Nehmen wir das Beispiel Kunststoffe. Hier könnte das Prinzip bewirken, dass ein Bauteil stabiler und gleichzeitig filigraner wird. Material könnte eingespart, Produktions- und Transportkosten könnten verringert werden. Jan Blömer von Umsicht, einem weiteren Fraunhofer-Institut, koordiniert das Gesamtprojekt. Man weiß ja in der Natur, wie Knochen, die sind hochporös gefüllt und die Zellen sind adaptiv. Das heißt, wo hohe Belastungen sind, sind sie verdichtet, wo wenig Belastungen sind, sind sie sehr grob. Und auch dieses Prinzip möchten wir in unserem Projekt umsetzen. Hier dieses Beispiel ist einmal ein erstes Beispiel, das ist sehr regelmäßig. Aber in Zukunft soll natürlich jeder dieser einzelnen Zellen hier
adaptiv an die lokale Belastung angepasst werden. Nachdem die Strukturen im Computermodell entworfen und die Erwartungen an ihr mechanisches Verhalten berechnet wurden, müssen sie nun hergestellt werden. Die Wissenschaftler bedienen sich dazu des selektiven Lasersinterns, kurz SLS. Das Verfahren ist bereits im Bereich der Prototypenherstellung etabliert. Das Lasersintern ist vollkommen frei in seiner Form. Das heißt, ich habe nicht die Limitierung wie beim Spritzguss, dass ich das Bauteil nachher aus der Form entnehmen können muss. Das heißt, ich kann Hinterschneidung realisieren oder auch gegenüber Spanentfertigungsverfahren, wo man häufig eben Ecken in Bauteilen hat, die ich mit dem Werkzeug nachher nicht mehr erreichen kann. Und da ich hier Schicht für Schicht aufbaue, kann ich jede beliebige Form realisieren. Jan Blömer probiert die Technik aus. Er will Abläufe kennenlernen und Schwachstellen herausfinden. Zu Testzwecken stellt er einen sogenannten Prüfkörper her. Der Wissenschaftler gibt die dreidimensionalen Daten des Objekts ein. Im Innenraum der Maschine verteilt eine Walze das Kunststoffpulver gleichmäßig auf der Plattform. Nur ein Zehntel Millimeter dick ist die Schicht, die hier aufgetragen wird. An den Stellen, an denen das Bauteil entstehen soll, trifft ein unsichtbarer Laserstrahl auf das Pulver. Die Partikel absorbieren die Energie und verschmelzen oder sintern. Die Plattform wird etwas abgesenkt, eine neue Schicht Pulver aufgetragen und der Laser kommt erneut zum Einsatz. In größeren SLS-Maschinen ist es den Wissenschaftlern bereits gelungen, eine Neuauflage des Pantone-Shares herzustellen. Allerdings nimmt der Bauprozess noch sehr viel Zeit in Anspruch. Und auch sonst lässt die Technik auf dem heutigen Stand noch nicht sonderlich viel Abwechslung zu. Lasersintern ist sehr beschränkt in der Werkstoffauswahl, weil an die Kunststoffpulver sehr spezielle Anforderungen gestellt werden, wie an den Schmelzbereich. Deshalb hat dazu geführt, dass bisher fast alle Bauteile in Polyamid 12 gebaut werden. Das ist natürlich eine starke Einschränkung gegenüber dem, was man vom Spritzguss oder anderen Kunststoffverarbeitenden Verfahren kennt, die eine breite Palette von Kunststoffen haben. Zudem, wenn man poröse Strukturen baut, muss man halt Löcher vorsehen, in denen man das Pulver wieder entfernen kann, oder ich akzeptiere, dass das Pulver im Bauteil verbleibt. Zudem ist das Lasersintern wesentlich teurer als die anderen Verfahren. Zum einen sind die Kunststoffpulver teurer als die Rohmaterialien und der Bauprozess ist halt sehr langsam. Ich baue Zehntel Millimeter starke Schichten Stück für Stück auf. Das heißt, ein ganzer Bauprozess misst sich eher in Tagen. Wohingegen beim Spritzguss ich Taktzeiten von Sekunden bis Minuten eher habe. Auch ist es bisher noch nicht möglich, pro Bauteil mehr als einen Werkstoff einzusetzen. Aber genau das ist die zweite Strategie, an der im Rahmen des Bionic Manufacturing noch getüftelt wird. Im Werkstofflabor testen die Wissenschaftler des Fraunhofer Umsicht, wie sich Kunststoffe mit verschiedenen Eigenschaften und unterschiedlichen Schmelztemperaturen zu Proben versintern lassen. Erste Versuche liefen erfolgreich. Für die Designstühle der Folkwang-Universität also eine gute Aussicht. Das biegsame und gleichzeitig sehr feste Material, das dem Freischwinger sein charakteristisches Nachgeben ermöglicht, könnte in Zukunft nahtlos in eine extra weiche Sitzfläche übergehen. Dazu müssen Jan Blömer und seine Kollegen aber zunächst einen Weg finden, das Lasersintern weiterzuentwickeln. Aber mit welcher Technik könnte ein zweites Kunststoffpulver aufgetragen werden? Die Idee ist, eine Art Druckkopf zu realisieren, der an verschiedenen Stellen eine zweite Pulverkomponente ablegen kann und ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker funktioniert. Das Pulver ist in einer schmalen Glaskapillare gelagert, das normal durch das Pulver verstopft. Das heißt, ich habe keinen Pulverausfluss. Wenn ich diese Glaskapillare unter Vibration setze, das kennt man ja, das Pulver dann leichter fließen, da habe ich einen Ausfluss und wir haben mal festgestellt, dass ich mit sehr kurzen Impulsen sehr präzise Pulverportionen absetzen kann. Der nächste Schritt ist, verschiedene dieser Röhrchen in die Maschine zu integrieren, wo sie bei entsprechend heißen Temperaturen funktionieren müssen. Darüber hinaus verfolgen die Experten am Fraunhofer Umsicht noch eine Reihe von weiteren Strategien, um das Lasersintern weiterzuentwickeln. Sie hoffen, in den nächsten Jahren einen ersten Prototypen dieser Fertigungstechnik präsentieren zu können. Ob die Freischwinger der Zukunft es auch zu Design-Klassikern bringen, ist zwar noch ungewiss, aber die neue Fertigungstechnik, das Bionic Manufacturing, verspricht Produkte, die optimal auf ihre Nutzer zugeschnitten sind. Mit weniger Material im Einsatz lassen sich komplizierte Reformen umsetzen, Unikate herstellen. Massen- und Überproduktion werden in der Vision der Wissenschaftler damit künftig nicht mehr nötig sein.
Musik.